lieben Freunde der Zockergemeinde. Hier ist wieder euer Fuchs und wir sind bei einem neuen Let's Play. Ja, wie ihr schon sehen könnt, geht es heute um Dead Rising 3. Total frisch erschienen für den PC jetzt endlich, nach so langer Zeit. Und wir sind schon ganz aufgeregt. Wer von euch noch nicht Dead Rising kennt, es geht um ein... Es ist ein Spiel ab 18, um ein Horrorspiel mit Zombies, und für die Konsole ist es schon vor einer ganzen Weile erschienen. Hier in Deutschland leider nicht, es wurde vom Index runtergenommen. Ich habe es mir trotzdem besorgt, damals für die One, und fand es sehr geil. Es ist ein Open-World-Spiel. Ja, war auf jeden Fall cool. So, ja, wie ihr schon sehen könnt, man kann dieses Spiel auch online spielen mit mehreren zusammen. Das ist, wie ich schon gesagt habe, Open World, und kann es Koop spielen, oder halt es gibt auch so eine Art wie, also ein direkter Multiplayer, so mit Karten, wo man halt irgendwelche Aufgaben halt erledigt. So, wir machen aber den Story-Modus jetzt und wollen aber Einzelspieler spielen, damit wir das Ding genießen können. Ja, ich werde den Vorspann jetzt einfach mal durchlaufen lassen, damit ihr auch mal einen Eindruck davon bekommt. Ja, wie immer, gleiches Setting, wie man es kennt, auch von Resident Evil und Co. Es bricht eine Seuche aus und alle Menschen werden zu Zombies. Vom Gedanke her ist es nichts Neues. Es wird euch jetzt irgendwie kein absoluter Kracher erwarten, wo ihr sagt, boah geil, die Story habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Leider nicht. Aber wer auf Zombie-Spiele steht und nicht genug bekommt, einfach reinziehen. Das Fahrrad war gerade noch frisch benutzt. Ich muss aus der Stadt rausfinden, oder wir sterben alle. Ja, natürlich gibt es immer einen Menschen auf der ganzen Welt, der es überlebt hat. Scheiße. Sonst könnten wir das Spiel auch nicht spielen, der Nick. Das ist Dirk. Ich frag mich, ob da jemand drin ist. Das werden wir uns natürlich gleich ansehen, ob da jemand drin ist. So, klar. Ja. Habe ich mich bloß freiwillig gemeldet. Hier muss es was zu essen geben. Ich brauche noch mehr. Habt ihr das gesehen? Der hat sich die Packung Erdnüsse in seinen Kopf gesteckt und damit hat er gegessen, ja?
Das ist was, was wir erstmal können. Also wir essen noch normalerweise durch den Mund, er schafft es direkt durchs Gehirn, sich die Nahrung einzuflößen. Das ist ja der Hammer. Ein Bagel. Der liegt ja einfach so rum. Na, mal gucken, wo sich den reinschiebt. Oh ja, der ging diesmal durch den Mund. Schon wunderbar. Besser. Ich muss das Ding platt machen. Sollte klappen. Hau rein, Alter. Das bestimmt wie immer hier, oder? Nicht so schwer. Jetzt kann ich mir die Palette nehmen, oder? Tatsache. Jetzt kann ich nicht jeden schlagen. Okay. Ist gut. Nee, das will ich nicht. Das will ich. Das tut mir weh. Also Kameraperspektive, läuft gebunden mit der Maus und läuft mit der Tastatur. Also muss nichts klicken. Ich nicht, dass ich da reinkomme. Schon mal ganz cool. Außer man hat natürlich eine nervöse Hand so und muss und dann... So, zack. Das geht gar nicht. Ja, hier vor der Tür steht. Kann ich gar nicht zeigen. Bis so, für einen kraftvollen Angriff Q drücken. Irgendjemand hier? Hier rennt denn der Typ? Vielleicht ist da drin was. Der Sound ist auf jeden Fall sehr geil über Kopfhörer. Also. Taschenlampe, man kann hier nicht mehr hin runterhauen. Halte Q für einen Bodenangriff. Aber ich will hier die Axt haben. Bitte. Mann, hab ich jetzt einen Puls, Alter. Ha! Alter. Ja. Idiot. Nächstes Mal nicht mit dem Commander hier, ja, mein Freund? Doch. Bin Kfz-Mechaniker. Mein Beruf. Ja, da fällt's dir wieder ein. Das Spiel hat ein sehr geiles Gimmick, und zwar kann man alle Gegenstände, die man findet, miteinander später kombinieren. Also ihr werdet nicht glauben, was man so für Sachen machen kann. Man kann, keine Ahnung, ein Maschinengewehr mit einer Schaufel kombinieren und einer Taschenlampe, und auf einmal kommt da, keine Ahnung, eine riesengroße Maschinenschaufel-Taschenlampe-Waffe raus. Es ist auf jeden Fall total witzig. Erinnert so an Borderlands. Da ist es ja auch so extrem, wie die Kombinationen sind. Und hier haben wir mich. Nee. Das ist jedes Mal. Hier einmal den Kopf bohren. Komm her, los.
Ja, da. Spür Black und Decker. Da. Ja, also wer auch die ganze Woche arbeiten war und sich von seinem Chef die Ohren voll heulen ließ, ist genau das Richtige fürs Feierabend, seine ganze Agro mal hier rauszulassen. Super. Wir haben es geschafft. Was zum Teufel? Ah, Scheiße. Na ja, klar. Es geht nicht raus. Ist ja meistens. Das Ding ist zugebombt. Mist. Habt ihr es gesehen? Man sieht an seinen Gesichtszügen. Verzweifelt ich muss ist. Zurück es sind dieselben. Wie vor. Ja, so sieht doch das ganze Spiel aus nachher, wenn ihr Open World seid. An jeder Ecke wimmelt es nur von Zombies. Aber es wird doch richtig geil, kannst du jedem ans Herz legen. Man trifft nachher auch, man kann auch Fahrzeuge fahren, wie so eine großen Planierraupen. Die kann man auch umbauen. Und die können die alle rüber brettern und die alle zerquetschen. Also es ist schon berechtigt, warum das Spiel seinen Index bekommen hat, aber es ist geil. Ja, hier an der Stelle mache ich dann erstmal Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick zu Dead Rising 3 geben und es lohnt sich auf jeden Fall, das Geld auszugeben. Kann ich nur sagen, für den PC wunderbar, sehr geil. Es macht jede Menge Spaß, viel Blut, viel Action, viel geile Szenen. Und ja, lange Motivation. Auf jeden Fall. Bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen wieder von einem meiner Let's Plays und vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, euer Fuchs. Ciao.